Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Channel. Und ihr seht ja, ich bin nicht alleine, my friends. Neben mir sitzt der gute Benny FIFA-Tastics-Test von Beepart Gaming. Hallo Benny. Hallo Mirza, hallo liebe Zuschauer hier bei Mirza. Ja, wir sind hier auf der Gamescom am Start und haben die Möglichkeit, FIFA 19 anzuzocken. Ihr könnt euch erinnern, letztes Jahr gab es schon mal so etwas, na, wo wir hier ein paar Games gemacht haben und ein paar Games auf dem Channel von Beepart Gaming, und so wird es auch dieses Jahr sein. Das heißt, unbedingt da auch rübergehen auf den Channel von Beepart Gaming, ist unten verlinkt. Da gibt es dann jeweils die Rückspiele von unseren Duellen. Und wie das Ganze ausgehen wird, werden wir gleich sehen, denn wir werden jetzt erstmal in unser erstes Game starten. Ja, und ich würde sagen, machen wir Champions League so Style oder? Ja, können wir gerne machen. Finale dann besprechen. Würde ich auch sagen. Group Stage, kein Bock drauf. Group Stage, what is going on here? Und dann logischerweise Champions League Finale. Das werden wahrscheinlich zwei polnische Vereine sein. Ja, ganz genau. Würde ich auch sagen. Was spielst du denn für eine Mannschaft? Also, ich dachte mir, vielleicht nehme ich diesmal. Ich gehe nach England. Ja, England ist immer irgendwie geil, muss das sein. Wir haben echt gut so viele Vereine, ja, die irgendwie alle gefährlich sind. Ganz genau. Was ist hier mit Arsenal? Ich nehme Manchester United. Okay, und ich nehme Arsenal, weil ich einfach Bock habe. Und die haben auch ein paar neue Zugänge. Leute, ne? Ja, bestimmt. Ja. Wir haben Manchester United, Arsenal, war das nicht letztes Jahr auch so ein Duell, was wir gehabt haben? Oder? Bin ich ganz sicher. Aber Arsenal hatte ich. Ich habe einmal Manchester United gespielt. Was war Tottenham gegen Arsenal war? Ja, oder? Irgendwie sowas. Ja. Wir gehen nochmal ins Teammanagement, oder? Ja, würde ich mal sagen. Jetzt wird's spannend. Ja. Kannst du ja mal kurz deinen Leuten erklären, wie das mit dem Gameplay funktioniert, ne? Okay, wir haben ja, das Ding ist halt, ich habe erst ein paar Games gemacht, habe selber noch nicht so einen mega Durchblick über das Ganze. Das Squad-Menü, also wo man die ganze Formation und das Ganze einstellt, die Spieler, das ist eigentlich ähnlich geblieben. Man sieht das auch vom Design her, formationstechnisch ist auch ähnlich geblieben. Ich habe mir jetzt vorgenommen für das erste Spiel, dass ich hier auf jeden Fall für den Anfang die 4-1-3-2-Formation teste. Ich weiß es nicht genau. Ist das hier? Ja. Weil die wird es ja dieses Jahr auch in Ultimate Team geben. Und die war die letzten Jahre, vor allem in Head-to-Head, also damals noch, ich weiß noch, Snyder, Jan Zimmermann hat das sehr gerne gespielt. Ich habe ja schon mal in einem YouTube-Video über ihn gesprochen. Der hat diese Formation einfach super gespielt und deswegen werden wir sie erstmal testen. Auch am Ehren ist das, ist ja klar. Selbstverständlich. Ja. Der ist ja schon zur Winterpause gekommen. Ja. Stimmt schon, Arsenal habe ich aber nicht so gezockt, von daher habe ich vergessen, dass der überhaupt hier Beast hier 95, 94 bei den Werten, ja, weiß ich gar nicht. La Cassette ist ein Tick langsamer geworden. Ah, ich bin, dass ich da bin, ist eh klar. Ja, klar, deswegen hast du Arsenal genommen. Vegetarian ist das, ist er? Das ist auch so ein Wechsel. Das stimmt. Ja. Und Bernd Leno, aber der ja nicht spielt. Also zumindest jetzt richtigen Fußball. Aber vielleicht hat sich das inzwischen auch wieder geändert, aber die ersten Spiele hat er nicht gemacht. Ja. Das ist eine interessante Mannschaft, die wir haben. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie noch einen Blitzer haben. Ob das recht auf den Gott, Danny Welbeck, was ist los mit dir, Mann? Lichtsteiner auch extrem lang. Czerny ist schwach. Ich habe nicht so schnelle Spieler. Ich habe nur Lukaku zum Beispiel. Das ist halt, ich habe wirklich, soll ich einfach Welbeck einfach so spielen lassen? Welbeck ist schnell halt, ne? Ramsey kannst du nicht auf jeden Fall spielen. Nee, das ist ja maximal das hier. Kann ich mit Italien hier rüber. Aber ich würde glaube ich Ramsey als ZM spielen. Warum gebe ich dir eigentlich gerade Tipps, wie du aufzustellen hast? Ja, Özil ist halt auch stark, ne? Aber Ramsey, den hast du? Ich will den Ramsey hier spielen. Ja, der ist Beast, schau mal. Ja. Ach so, okay. Wenn du das vergleichst mit Ramsey, schon immer Ramsey, also ein bisschen mehr Ausdauer, aber. Ja, ist das halt, machen wir jetzt hier Wissenschaft aus Arsenal ins Kader, oder was? Nee, ich lass mal Torreira. Was ist denn mit Xhaka? Xhaka ist da auch... Egal. Langsamster Spieler der Welt. Ja, das stimmt. So, okay. Hier werde ich nicht so viel machen, einfach stay back. Der Rest. Übrigens, das hier, da ist eine kleine Änderung. Das habe ich selber mit Julian natürlich gesagt. Hier, genau. Defensive Support, das ist nicht mehr mit Abwehr überlaufen und dann Abwehrkette unter Druck setzen. Pass mal auf bei mir hier. Du kannst auf den Außenverteidigern jetzt hier inverted oder overlap, das heißt außen oder innen gehen, wie sie überlaufen. Ach, hör auf. Ja, ist neu. Ja, seht ihr, also Benny hat da schon ein bisschen weiter. Ich habe da, das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe hier von dem hier, aber ich lasse es erstmal so. Hoi. Hoi. Also, schaut auch nochmal rein. Okay. Jetzt wollten wir nochmal. Du bist doch nicht schwierig jetzt, glaube ich, wenn ihr überhaupt nicht geändert. Ja. So, wir gehen kurz hier zur Taktik. Also, da seht ihr auch Constant Pressure, also Defensivstil, Offensivstil. Dazu kommt sowieso nochmal ein extra Video. Also, das ist hier, ich habe da selber noch nicht so mega den Überblick. Auf jeden Fall ist hier, wie weit die Abwehr auseinanderstehen soll beim Def und wie tief sie hinten drin stehen. Also, es ist wirklich
Wissenschaft. Ich frage mich gerade, also wir sind relativ dunkel, falls wir immer nicht mehr zu sehen sind. Wir sitzen noch hier, aber irgendwie haben wir Probleme mit dem Licht hier. Das stimmt. Nächstes Mal bringen wir noch eine Softbox mit auf die Gamescom. So. Oh ja, wir sammeln gleich. Also darauf ging nochmal extra auf Dynamic Tactics und so, das habe ich noch nicht so raus. Ich spiele übrigens Pressure nach Ballverlust und ansonsten Balanced in der Offensive. Das heißt, sobald du den Ball verlierst, sofort drauf gehen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt besonders gut ist. Ich mache einfach Team Pressing nochmal so an. Noch wie gesagt, die Schwierigkeit umstellen. Ja. Weil irgendwie hat das nicht genommen. Und vielleicht noch auch Wetter oder so. Achso, und vielleicht nochmal gucken, weil Foggy. Ja, ja, Foggy ist mal besonders nice. Showers, let's go. Clear passt, ja. Hast du das auch genommen? Ja, okay. Dann gehen wir rein ins erste Spiel, FIFA 19. Das erste Mal, das wir spielen. Ich wünsche dir viel Erfolg, Wisse. Ich wünsche dir viel Erfolg. So, das Ding ist halt immer, wir zwei, das sind immer diese Duelle, ihr kennt sie, Leute. Ich kann einfach nicht verlieren gegen den guten Benni, aber ich mach's einfach viel zu oft, von daher ist das immer wieder ein neuer Anreiz zu gewinnen. Ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes, außer hier immer den neuen Teil zu spielen. Oh Mann. Naja, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Dann würde ich mal sagen, wir gehen rein. Ja, das brauchen wir. Mein erstes Gefühl ist halt mit den breiten Formationen außer 4-2-4, dass es schwierig ist, wenn der Gegner sein Teampressing anhat, da anzukommen. Ist das hier? Holy hell, kannst du ruhig weiterhin machen. Wie geht diese Superschusstäuschung? Ach so, warte. Ja, genau die. Mit L1. L1 und Schusstäuschung? Ja. Du musst auch Teampressing anmachen, dann geht's richtig. Boah, die ist so krass, Mann. Let's go, Digga. Die ist so krass. Well, Ben. Und schnell! Da ist die erste Möglichkeit. Hast du wieder probiert, einen Time-Finish zu machen? Nee, ich hab nur normal Schießen gedrückt, aber das war dieser 78er, ne? Dieses Pressing, das ist so gestört. Oh mein Gott, wieso mach ich den nicht? Das gibt's doch wohl nicht. Das war die große Chance im Jahr. Direkt zu Beginn. Das war die ganz große Chance. Ja. Da war auch wieder Constant Pressure drin, ne? Natürlich. Das ist so krank, Mann. Guck dir das an. Das ist richtig heftig. Das ist heftig OP, okay, Leute. Ich kann nicht sagen, oh mein Gott. Ich wollte eigentlich dann nach oben spielen. Klappt auch. Also, lieber Umwege. Das ist etwas, was richtig OP ist. Aktuell. Ich denke, wir wissen alle noch nicht, wie wir FIFA 19 zu spielen haben. Das ist so meine Theorie. Dass wir erstmal irgendwie alle langsam klarkommen müssen und dann verstehen, wie man das auch das Pressen verspielen kann. Ja, ich denke auch. Also das ist einfach krass, wie wieder mehrere Spieler auf einmal drauflaufen. Ich denke bei Breitenformation, man darf den Ball einfach nicht zu lang halten. Ja, weil sobald der dann in der Nähe ist mit zwei, drei Mann, ist es vorbei. Das ist aber auf jeden Fall nice, wie die sich da. Wow! War das die neue? Ja. Was für ein Zug der bekommen hat. L1 und Schusstäuschung. Die hat mich jetzt komplett aus dem Leben genommen. Das kann ich nicht sagen. Die war krass. Die war noch nicht mal auch so, dass du die ganze Zeit gemacht hast, sondern einfach on point. Die hat jetzt gerade richtig gut funktioniert. Das war laufen. Da war ein bisschen Raum auch, ne? Ja klar. Zack! Boah, alter Schwede. Die ist krass. Der Boost, den man auch bekommt bei dir, ne? Erinnert mich so ein bisschen an L2R2. Apropos, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. L2R2 muss ich sagen, geht besser. Also wieder. Also man, ja. es ist nicht so wie ganz früher, aber es ist besser wie letztes Jahr. Das ist auf jeden Fall schon mal nice, weil das ist noch eine weitere Skill-Komponente. Das war erst aber immer eine Skill-Komponente. Ja. Okay. Ruhig, Jungs. Pressing funktioniert gerade mit dem Sport. Nein! Ich wollte gerade sagen, mein Pressing funktioniert gerade nicht, aber irgendwie ist es dann jetzt doch gekommen. Das war nicht auf gutes Pressing. Das war, ich weiß nicht, ich wollte runter, lass mal laufen, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Das war ein kompletter Blackout von mir auf jeden Fall. Aber das Pressing, trotzdem waren die Spieler halt nah, ne? Und das ist der Punkt. Ja. Richtig, das ist der Punkt. Siehst du, hier ist alles zugestellt, Mann. Ja. Ich wollte auf jeden Fall nicht da irgendwie hin, ich weiß nicht, was ich mache. Irgendein kompletter Blackout von mir, kompletter Fehler. Aber trotzdem waren die Spieler halt in der Nähe und das ist halt das Ding. Wenn du einmal verkackst in einem Aufbau, sind die da, wegen dem Pressing. Der Unterschied ist wirklich, dass wir hier andere Spielsituationen haben, weil auf einmal die Spieler auch alle von dir da sind und draufgehen. Und das ist halt einfach vorher nicht so in dem Maße gewesen. In FIFA. Das ist einfach kein kompletter Reinfall. Ah.
ziemlich genau. Ja, ja, ich habe auch. Ich finde, diese Steilpässe schon recht stark, deswegen wollte ich mal schauen, der Laufweg war da, ob der ankommt, aber, oder Lukaku sich irgendwie durchtankt, durchbeastet, aber das hat nicht funktioniert. Popcorn, muss ich sagen, habe ich gestern Spiele gemacht mit ihm. Überragend. Also, der kann alles wieder. Also, es ist so krass bei ihm. Was war das denn? Ja, ist egal. Also an sich, es fühlt sich echt, ich muss sagen, nach ein paar Games, ich habe richtig Bock auf die Saison, weil ich immer das Gefühl habe, das Spiel ist jetzt mal wieder endlich anders. Es fühlt sich anders an einfach. Es ist, vor allem von den Pässen her und dem Gang, das war schön gemacht. Ja, wir haben es ja auch. Weil die Pässe, ihr seht ja auch die Pässe, die er auch spielt, das sind Pässe, die spielt man da. Der war im Dreieck, der war nicht mit X. Ja. Also, der wäre auf FIFA 18 wäre das nichts Pass gewesen. Ja. Hier kriegt sich. Ja. Also da weißt du auch, genau, du musst den halt so spielen mit Dreieck, damit der auch wirklich dann ankommt. Und nicht einfach X und der regelt den schon. Nein, das war zum Beispiel Dreieck und das war schlecht. Oh, da ist das Pressing wieder, Leute, ne? Ich habe noch so viele Probleme, immer hinten rauszuspielen. Boah, das. Und da finde ich aber nice, dass, Tore vermehrt durch diese Eigenfehler im Strafraum passieren. Ne? Ja. Weil den Pass hier zum Beispiel, FIFA 18, wäre nie ein Fehlpass gewesen. Das stimmt. Das den stimmt. Hätte er einfach korrigiert. Das stimmt. Das ist wirklich so. FIFA 18 auf XXXX bis zu vorne und fertig. Und schau mal hier, zweimal Pässe in den Mann, zwei Fehler, zwei Tore. Genauso soll es ja auch sein, weil es ist einfach komplett eigenes verkackt. Oh, okay, da gut. Okay, das ist richtig. Kein bisschen. Ich hoffe, du verkackst auch nochmal. Extra Striking. Dein neuer Liebling, ne? Wollen wir mal probieren. Ja. Hallo! Vor allem lässt er noch ewig laufen, ey. Unglaublich. Ich bin da reingesprungen. Was wollte er machen? Ja, aber ich glaube, das hat zu lange gebraucht. Jo. Na, das wurde nicht autokorrigiert. Das war nichts Pass, der war schlecht. Das wäre ein Dreieck Pass eigentlich. Alter Schwede, was für ein Schuss. Na, den muss ich zum Beispiel mit Dreieck spielen vorher, dann kommt der gut. Ne? Mit X ist das ein Fehlpass. Also ohne Scheiß, ich habe mir einfach schon gesagt, vermehrt fällt halt auch, wie viele Fehlpässe hier passieren, weil wir eher so FIFA 18 Style. 94% passt schon ganz stark bei dir. Ja, ich hatte ja trotzdem drauf, dass ich meistens ausgerichtet habe. Ich meine, du hast ja gestern erzählt, auch gegen Julian hast du selber nur 85 oder sowas gemacht. Am ersten Spiel hatte ich 85% Pass gemacht, bis ich mich überhaupt daran gewöhnt habe, dass das nicht autokorrigiert wird. Ne? Ja. Weil man hat sich ja schon irgendwie auch darauf eingestellt, dass man den Pass spielen kann. Ne? Weil man weiß halt ungefähr, mit 90 Grad ungefähr gehen sie. Aber dann, wenn es zu viel ist, musst du dich ausrichten, sonst ist es vorbei. So gehen sie, so. Oh, okay, doch nicht mal da immer. Ne? Vorführeffekt. Ey, was ist das denn? Lauf. Nein. Wäre das über mehr gewesen? Yo, der ist autokorrigiert des Todes, ne? Der war autokorrigiert. Ja? Ja, also den wollte ich so nicht spielen, der war genial. Das hat dir so nicht vor. Genial korrigiert. Longshots habe ich gehört, die gehen auch recht gut. Ne? Ich war jetzt gerade unglaublich stark dafür, dass das keine gute Position war. Ich dachte, das wäre Lukaku und ich wollte mit links schießen. Da war es Martial, dann schießt er den mit rechts. Ich muss mal so ein paar Teilen. Kann ich hier auch darüber passen jetzt wieder mit dem genau, klassischen? Next Level Trolling hier. Beim Pressing ist in diesem Spiel kommt das nicht so zu Geltung. Ich lasse den Ball auch bewusst immer so vor, das ist ja was ich halt gemerkt habe in den ersten 3-4 Spielen gegen Jihan, da jetzt habe ich den Ball geführt, ihr müsst ihn halt schneller mit X laufen lassen, ihr müsst den Gegner laufen lassen, hier so. Dann kommt er nicht vernünftig zum Pressing, weil du halt immer gleich weg bist. Ne? Ja, ich will halt auch schauen, dass ich mein Pressing deutlich früher aufbaue eigentlich. Ja. Ein bisschen Raum jetzt. Ja, wenn wir spielen können, oder verpasst das Timing. Na, ja. Ist noch? Ja, das macht man. Immer so im Dreieck. Ich verstehe schon. Immer geht es auch wieder nicht, weil es ist einfach so schwer durch die Pässe. Finde ich so geil. Finde ich wirklich geil. Die sind halt auch. Ja.
Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, der kommt gleich. Nee, mach den! Ja, bin unzufrieden. Come on! Der Line Strike. Der kommt. Das ist Aubameyang, Also ich kann dir sagen, Neto hat... Schau mal, nicht korrigieren, ne? Ich sag's immer wieder, weil es einfach so geil ist. Ja, das stimmt. Ich bin gar nicht so sehr aufgefallen. Das ist schon mein Trepied. Diesen Schuss da schon. Du machst die auch wirklich gut. Let's go, Digga! Du machst die auch wirklich gut, muss ich sagen. Also, erinnert mich so ein bisschen an den von Stylo, diesen, wie heißt der? Der Elastico. Der, ja, genau, wie er den Zug kriegt, ne? Wie beim Elastico. Machst du echt gut? Also, das muss ich gerade mal neidlos anerkennen. Und ich habe das Gefühl, das wird meine erste Lieder gegen Wirster auf der GameStop. Hey, warten wir mal ab, wir kennen diese 3-1. Wir kennen diese zwei Tore. Hier, zack! Der war echt super. Boah, das können wir noch und, ja, und der Schuss, also. Die Schüsse sind auch krass. Also das ist kein Time Finish gewesen, ich traue mich da wirklich noch. Ich habe einfach Kreis. Ne? Also wir gehen zurzeit auch normal recht gut. Okay, jetzt macht er schon sehr offen. Ja, muss wenn ich hier defensiver mache, steht trotzdem ganz normal meine Taktik. Da ändert sich jetzt nichts, oder? Nein. Doch. Was? Die musst du anpassen. Also wenn, er jetzt, wenn ich jetzt das mache, dann ändern sich auch die Formation, ne? Ja. Also ich darf jetzt. Je nachdem, ich glaube, die Formationen sind standardmäßig auf die du ursprünglich mal eingestellt hast. Das heißt, sie muss so bleiben, weil wir nichts anderes eingestellt haben. Nein, aufpassen. Ah, das wird schwer. Komm wieder in der Defensive. Das ist ein Fehlpass. Ich wusste es. Beim Pass schon wusste ich, dass das ein Fehlpass ist. Das ist auch ein Fehlpass. Ja, siehst du? Mit Ansage weißt du, das ist auch einer. Nein, nee, jetzt Gott sei Dank. Mann. Geht halt nicht immer, ne? Aber zwei Pässe und du weißt aber schon vorher, du verkackst. Boah! Ja, aber. Ja. War ein Dreieckpass, aber. Boah, der hätte den Pass noch. Der hätte den Pass noch geholt. Ja. Ja, schön Druck machen und dann kommen die Autopässe nicht mehr her. Let's go, come on. Komm! Oh Gott. Boah! Oh nein! Ja. Ah, Paul! Nein! War ich schon fast wieder da mit dem. Ja. Ah, hey, die Schuster spielen so OP, ich sag dir mal, die lernen. Ja, aber du machst sie auch noch einfach gut. Ich hab die schon so häufig so dumm eingesetzt. Ich finde die einfach immer krass, wie sie abgeht, aber du setzt sie immer noch gut ein, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Müssen wir noch einen Freischuss auch noch machen. Schau mal, Leute, ihr kennt, man kennt es. Nein. Oh. Komm. Paul, ne? Nee. Ach, Freiglück ist da. Ja, jetzt wäre es mal... Bisschen probieren, aber... Ich glaube, das Problem ist dann wirklich, wenn die Ausdauer nicht da ist von Welbeck. Ja. Nice, wow, tatsächlich. Champions League hast du gewonnen. Ja, Mann, let's go, Digga. Direkt den Titel. Alter, sieht man uns überhaupt noch? Sind wir noch da? Ja. So komplett in Red, ne? Nice, das war ein schönes, spannendes Spiel. Ja, du hast es verdient. What is going on? Du hast die Chancen, die du bekommen hast, hast du super rausgespielt. Nice, vielen Dank. Das war trotzdem, ja, war gut. Ja. Ich bin mal gespannt. Also ihr müsst ja mal, jetzt geht's gleich weiter. Ja, es gibt das Rückmatch, der ist sicher heiß, auf dem Channel von Beepart Gaming. Das heißt, erstmal hier da auch Daumen drücken, während ihr rübergeht, damit ich einfach nochmal gewinne. Ihr wisst ja, letztes Jahr habe ich einfach alle Spiele verloren. Das darf nicht nochmal so passieren. Ne? So, auf jeden Fall, ja, danke, dass du hier am Start warst. Gerne. Erstes Game haben wir mal hier gepackt. Und wie es weitergeht, seht ihr dann auf dem Channel von Beepart Gaming. Also alle mal rüber. Danke fürs Zuschauen. Und ja, haut einfach mal in die Kommentare euer Feedback, was ihr dazu sagt. Und folgt natürlich dem Channel für viel mehr FIFA 19 Videos, die hier en masse kommen werden. Natürlich auch Tutorials. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich bleib einfach mal. Nice.